Ja, die vorläufigen Prognosen, ne? Laut NTV, schaut gut aus, ne? Europa braucht einen deutlichen Rechtsruck. Wobei man sagen muss, rechts nicht rechtsradikal oder extrem, sondern wertkonservativ nach rechts. Und da kann man nur gratulieren, dass die Menschen überlegen, die lassen sich nicht mehr für dumm verkaufen. Übrigens die Grünen 8,5% minus. Da darf man ruhig mal gratulieren, den Grünen. Ja, es ist so. Trotz des Bashings, ne, Hakenkreuz und so weiter. Naja gut, wir wissen, wessen Geisteskinder die sind. Wir haben den schlimmsten Wirtschaftsminister, den man sich wünschen kann, Habeck. Wir haben die kriegstreibende Außenministerin und feministische Außenpolitik betreibende Annalena Baerbock. Und ihr habt die Quittung gekriegt. Und was das Dollste ist, von 34% auf 11% bei der Wählergruppe von 18 bis 34. Die Leute lassen sich nicht mehr blöd verkaufen. Die merken, was in den Städten los ist. Die merken, wie es mit ihrer Bildung, mit der Infrastruktur, Gesundheit ausschaut. Und das ist noch zu viel. Und ich wünsche mir, dass ihr im Osten, in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg, dass er überall rausfliegt. Und zwar im hohen Bogen. Und das Gleiche mit der SPD. Und auch Lindner. Du laverierst ja so an der 5%, wobei Europa ist die 5%-Hürde nicht gegeben. Da kommst du mit 4,5% rein. Aber wenn du schlau bist und wenn du wirklich ein Mann bist, lieber nicht regieren als schlecht regieren, Christian Lindner, dann sagst du Schluss mit dieser Regierung. Und da gibt es nur ein Bündnis. Das heißt AfD, CDU, CSU. Nichts anderes. Warum? Weil dieses Land endlich wieder vom Kopf auf die Füße gestellt werden soll. Wolltest du noch etwas sagen? Nein, ich gratuliere eigentlich nur mal eben der AfD. Ja, das war gut. Trotz also kann man nicht anders sagen. Also gut. Und was ich noch sagen wollte, gerade in der ARD, der Moderator hat da versucht, Alice Weidel, ja, aber ihre Spitzenkandidaten, Herr AfD, AfD schon ARD, bin schon ganz AfD, Herr ARD-Moderator, zunächst mal gratuliert man, ne, so wie du es bei anderen gemacht hast. Aber wie gesagt, weißt du, was euch geht? Muffelsausen, dass ihr neulich eure linke Vormachtstellung verliert. Und da wird es höchste Zeit, dass die Staatsmedien in dieser Form ihrem Rundfunkstaatsvertrag wieder gerecht werden und ausgewogen berichten. Wir haben damit angefangen. Teilen und Gratulation. Bin froh, dass dieses Land und dass Europa wieder nach rechts rückt. Das ist bitter notwendig, sonst treiben wir hier eine Situation, auch mit dem Krieg mit Putin. Da habe ich schlimmste Befürchtungen. Aber jetzt glaube ich, die Leute haben begriffen. Ihr könnt ihn nicht mehr für dumm verkaufen.